Bevor das Video startet, möchte ich euch noch DevSV vorstellen. Das ist eine Firma, wo ich Mitinhaber bin, die sich auf Minecraft-Plugins, Discord bzw. TeamSpeak-Bots spezialisiert hat. Dazu können wir TeamSpeak und Discord-Server einrichten. In unserem Shop könnt ihr euch die Angebote durchlesen. Ihr könnt uns auch direkt kontaktieren über unseren Discord-Server. Bis zum 4.9. bekommt ihr sogar noch 20% Rabatt auf den Rang Azubi, bei dem ihr Nachhilfe in Richtung Programmierung von uns bekommt, indem ihr, sei es gewünscht, Aufgaben von uns bekommt oder wir helfen euch bei Problemen. Alles Weitere werde ich in einem zukünftigen Video separat erklären und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey, ne? Unglaublich, aber wahr. Ich mache wieder Videos. Okay, ich weiß, in der Zeit, wo keine Videos von mir das World Wide Web verschmutzt haben, wart ihr wahrscheinlich so. Und denkt euch jetzt wahrscheinlich: Da kann doch was nicht stimmen. Da kann doch was nicht stimmen. Aber hi. Ich bin's, der Typ, wegen dem du deinen Browserverlauf löschen musst. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Aber was habe ich einen Monat lang gemacht? Naja, ich habe festgestellt, dass ich scheiße in Minecraft bin. Ja, das ist mein Schokokroko. Komm mit. Ich sagte, komm mit. Okay, es ist zu Das hat fett. ein... Ah! Hilf mir! Hilf mir! Das ist Schokokroko. Ui! Nein, ui! Ich mag es nicht. Und dass ich Geldgeil in LOL bin. Ist aber nur eine Vermutung. Ich habe jetzt schon wieder gekillt, schon wieder 1000 Gold kassiert. Ich bin so eine Killemaschine. Du Wollen wir bist kurz noch. Baron? Ja, ich gehe kurz aber nochmal zurück und kaufen, weil ich habe Geld. Ich bin reich. Ich habe Louis, Louis, Louis. Also ist alles beim Alten eigentlich. Ja, ihr seht es tatsächlich wirklich im Titel. Ich kann es selbst kaum glauben. Ich habe Levin Run geupdatet. Nach 4 Monaten. Anyway, was zählt ist die Liebe. Dass ich jetzt an dem Spiel weiterarbeite. Und ich muss wirklich sagen, ich habe diese Videos vermisst. Erstmal muss ich dazu noch erwähnen, dass ich inzwischen fast einen halben Monat lang nicht mehr wirklich programmiert habe. Weil, Minecraft und LOL. Ja. Deswegen muss ich erstmal wieder in den Alltag eintauchen. Man braucht einen sauberen Arbeitsplatz. Ja, check. Natürlich braucht man auch eine ausgewogene Ernährung, damit mein Superbrain arbeiten kann. Und was nicht fehlen darf, Aktivitäten an der frischen Luft. Als ob ich rausgehe. Imagine, man geht raus am Megalö. Nun kann ich endlich mit dem Spiel starten. Erstmal muss ich das Projekt etwas reparieren, da ich vielleicht das Spiel für ein Schulprojekt missbraucht habe. Ja, es ist eine 2 geworden. Also, danke, Levin. Irgendwie. Erstmal brauche ich Ideen für das Game. Und da ich unkreativer bin als Simon Desue, wenn er Leute mal wieder von Amazon FBA überzeugen will, habe ich die Community von Levin gefragt, was man in das Spiel einbauen könnte. Ein Geistermodus. Für schlaue Menschen dürfte das sicher kein Problem sein, sowas in ein Spiel einzufügen. Aber da ich keiner davon bin, kann ich sagen, ich bin zu dumm für sowas. Ich habe erstmal den Punktezähler verbessert, da dieser im Laufe der Zeit seine Punkte bekommen hat und nicht anhand der zurückgelegten Strecke. Deswegen habe ich den Punktezähler einfach an die X-Koordinate vom Spieler angeschlossen. Und nun zählt er auch wirklich die Strecke. Das heißt, man kann sich keine Rekorde erschießen, wenn man feststeckt. Hoffe ich. Danach habe ich mich um die Map-Generierung gekümmert und ein paar Sachen umgestellt. Hab neue Elemente eingebaut und habe festgestellt, dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich hier tue. Und ich sollte am besten davon nichts mehr anfassen. Aber da das ein großes und fettes Update werden soll, habe ich noch ein paar extra Modis hinzugefügt. Zum Beispiel ein Flappy Bird Mode. Der ging sehr schnell und einfach. Nein, wirklich, das habe ich in 3 Stunden fertig gemacht. Plus Texturen. Ich bin selber überrascht. Also wenn das so weitergeht, wird das Update relativ schnell fertig. Ja, hi. Ich bin's. Vielleicht habe ich mich etwas ablenken lassen, so eine Woche lang. Ja, weil Bugs, deswegen wird der Flappy Bird Modus erst im zweiten Teil vom Update verfügbar sein. Da mir ein neuer Modus nicht genug war, wollte ich einen zweiten machen. Und dafür wollte ich Geometry. Und dafür wollte ich Geometry Dash Elemente haben. Geometry Dash ist ein Handyspiel, wo es um Reaktion geht. Deswegen wollte ich diese Schwerkraftwechsel Dings machen. You know what I mean. Hopefully. Also, wir brauchen eine Fläche, wo der Spieler laufen kann. Wir brauchen Spikes, welche zufällig generiert werden. Und wir brauchen jetzt noch eine Bewegung, damit alles funktioniert. Und fertig ist das Spiel.
Oder so in der Art. Ja. So, und jetzt könnte man doch nochmal eine erste Testversion an Levin schicken und nebenbei schon Werbung für das Spiel machen. Also, gesagt, getan. Und fertig. Error. Help. Levin Run, ey, das sieht schon mal ein bisschen cleaner aus. Programmierung, Eras, Animation, Eras, Sound, Eras, hat sich nicht wirklich was getan. Ist immer noch das gleiche wie vorher. Ich kann nicht auf zurückklicken, oh oh. Das habt ihr, muss das Spiel mal ganz kurz neu starten. Oh, eine Spinne. Ich mag keine Spinnen. So, wir schauen rein in den Shop. Hat sich da was verändert? Es sind immer noch die gleichen Skins. Der Hintergrund wurde entfernt, okay. Und wir haben sogar, wir können uns alle Skins kaufen, Freunde. Ich bin rich, rich. Wir kaufen uns den Shiggy Levin Skin. Den nutzen wir. Oh, es gibt doch... Oh, wait. Das ist, glaube ich, auch noch ein Fehler. Hier gibt es, glaube ich, keinen Knopf, um zurückzukommen. Ja, muss ich es nochmal neu starten. Technische Fehler, Freunde. Rechte Version können wir freikaufen. Linke Version können wir nicht freikaufen, rechte schon. Schauen wir in den Modus rein. Maustasten. Ah, oh, oh, okay. Ey, das ist cool. Die Steuerung ist nice. Ah, ich bin so schlecht für mein eigenes Spiel. Ich habe vermutlich doch noch ein bisschen was zu tun. Also habe ich alles gefixt, was die Leute an meinem Spiel störten. Habe mich gleich mitgefixt, weil ich gestörten, deswegen. Warum habe ich überhaupt noch Abonnenten? Als nächstes habe ich mich etwas darum gekümmert, dass alles schöner aussieht. Und habe ein paar Hintergrundsachen-Dings eingebaut, die zufällig generiert werden und sich über den Bildschirm bewegen. So, und nun ist das Spiel... Willst du nicht noch ein Secret-Level einbauen? Warum sollte ich das? Weil alle großen Spieleentwickler das machen. Und du denkst, dass ich ein großer Spieleentwickler bin? Nein, ich denke, dass du ein Secret-Level einbauen solltest. Aber ich wollte es gerade fertig machen. Entweder machst du ein Secret-Level oder ich veröffentliche deinen Browserverlauf. Pff, na und? Es gibt Inkognito-Modus. Den Verlauf über den Router. Und da ich ein großer Fan von Easter Eggs bin, habe ich mich dazu entschieden, noch ein Secret-Level einzubauen. Erstmal musste ich mir überlegen, was soll das genau für ein Level sein. Und da kam mir der alte Mario Billig-Abklatsch von mir in den Sinn, welchen ich in der 1.2-Version hinzugefügt und in der 1.3 wieder entfernt habe. Ich habe eigentlich alle Level gelöscht, bis auf den Endboss. Und ihr wisst, was das heißt. Browser ist zurück. The 90s. Oh mein Gott, Alter, was passiert denn? Was ist denn? Yo! Wer ist er denn? Dude! Nachdem Nintendo mich beim ersten Mal schon nicht verklagt hat, kann ich es ja nochmal riskieren und ihn wiederverwenden. Dazu habe ich die Mechanik etwas verbessert, so dass es wirklich auch Spaß gemacht hat, das zu spielen. Danach musste ich mir noch überlegen, wie man am ehesten in das Secret Level kommt. Und naja, vielleicht war es eine Botschaft von höheren Mächten, ich bin beide Atheist, und schickte mir eine Inspiration. Darf ich vorstellen, Norbert die Hausspinne, die beißt. Also habe ich mir eine Pixelart einer Spinne rausgesucht und habe das Bild von unserer Spinne verwendet. Ich sag mal nicht zu viel darüber, sonst wäre es kein richtiges Secret mehr. Ihr wisst auf jeden Fall, dass Norbert euch hilft, zu dem Secret Level zu kommen. Ach ja, und Norbert hat auch einen Skin bekommen. Aber ja, das war das Update von Levin Run. Ich werde noch ein Video über das zweite Update machen, aber das dauert noch etwas, da ich Schule und so tun. Ja, ihr könnt euch das Update entweder bei Levin auf dem Discord-Server holen oder ihr könnt es auf meiner itch.io-Seite euch holen. Beides ist in der Beschreibung verlinkt. Folgt mir auch gerne auf Twitch und Instagram, auch beides verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis dahin und ciao.